Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Rain. So, in der letzten Folge haben wir jetzt die Gestalt des Mädchens in ihrem Bett gefunden. Sie lebt, ist auch schwer krank, ich denke ebenso wie unser kleiner Junge hier. Und nun wird sie verfolgt, wie wir dort gerade sehen können. Sie wird nur von dem einzigen Monster verfolgt, das hier noch frei herumrennen darf und kann. Und das ist dieser Schläger dort hinten. Und wir müssen jetzt uns irgendwie beeilen, dass sie nicht stirbt, dass ihr nichts passiert. Denn sie hat natürlich Angst. Angst davor, gefangen zu werden, genauso wie wir. Ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Vieh. Und wir müssen sie irgendwie retten, ganz gleich wie. So, wir müssen irgendwie zu ihr hoch und sie müsste eigentlich zu uns runter am besten. Ob wir das hinkriegen werden, ich weiß es nicht. Wir sind immer irgendwie fast bei ihr, aber dann doch nicht mehr. Das ist echt gemein. Jetzt müssten wir aber in ihrer Nähe sein. Da hinten ist das Monster. Es sucht sie. Und wo ist sie? Wo ist sie? Kommen wir über diesen Weg zu ihr hinauf? Ich hoffe doch. Gott, ich hoffe es. Da ist sie. Hi. Komm, lass uns hier hoch. Oben müssen wir uns treffen. Scheiße, da ist ein Tor dazwischen. Oh, so ein Ärgermensch. So. Es schien, als ob das Geschöpf allein für die Jagd auf sie lebte. Oh nein. Ja, er rennt ihr gnadenlos hinterher. Uns beachtet er gar nicht. Wahrscheinlich ist es wirklich ein Albtraum von ihr. Irgendein monsterhaftes Geschöpf. Spring runter, ich fange dich. Oh nein. Ja. Ja, wird lustig, wenn er auf uns aufmerksam wird. Aber bisher, wir sind... Ach Gott, sie muss sich beeilen. Wir sind ebenso schnell wie er. Wir müssen... Die Distanz zwischen den beiden war mal größer und im nächsten Moment kleiner. Das ist so fies, oder? Das ist richtig gemein gemacht irgendwie. Und hier sind irgendwie Bücherregale und all sowas, was wir nicht gebrauchen können, um ihr zu helfen. Das bringt uns überhaupt nichts bei ihrer Rettung. Jedenfalls nicht... Ja, also ich hätte jetzt gesagt, offensichtlich bringt es uns nichts. Könnte ja sein, dass es irgendeinen versteckten, richtig tollen Hintergrund hat. Aber es sieht irgendwie nicht danach aus. Wir müssen weiter. Die Welt ist total confused und abstrakt auch jetzt einfach. Wir haben hier immer wieder Orte zum Verstecken. Aber wovor verstecken? Denn es ist ja nichts mehr da, wovor wir uns verstecken müssten oder könnten. Theoretisch jedenfalls nicht. Vielleicht kommt ja noch was. Wer weiß, wer weiß. Aber gerade ist auf jeden Fall uns nichts auf der Spur, beziehungsweise Verfolgung, denn nur das Mädchen wird von diesem Vieh angegriffen. So, rüber hier und dann mal schauen, wo geht's weiter. Ich versuche einfach den Weg hier jetzt komplett dahin zu finden. Ich hoffe einfach, dass sich unsere Wege nochmal treffen werden oder eher kreuzen werden. Sie ist bestimmt jetzt unten, oder? Na? Ja. Das Mädchen floh unter das Dach. Das Geschöpf kam näher. Oh Gott, bitte lass ihr nicht zustoßen. Sie saß in der Ecke fest. Oh nein, 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 nein. Okay. Drücken, 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 drücken. Haben wir dadurch irgendwas erreicht? Ja, sie kann weitergehen. Wir müssen jetzt wahrscheinlich ganz langsam dieses Ding. Er musste das Mädchen etwas weiterführen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt ganz langsam ziehen, damit sie geschützt durch diesen Stein dort oben weiterlaufen kann. Perfekt, sie schafft's. Sehr gut, sie hat's geschafft. Okay, sie ist bald wieder bei uns. Ich habe auch das Gefühl, die Welt will nicht. Bei diesem Tempo würde es sie holen. Oh Gott, oh Gott. Ah, warte. Nein, verdammt. Nicht hochsteigen. Ziehen. Erstmal ziehen, ziehen, ziehen. Oh, zieh doch. Oh, komm, 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 komm. Lauf, 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 Süße. Ah, ja, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Du hast das Mädchen erschlagen. Was bist du denn für ein Eimer, ey? Ah, okay. Ja gut, das war ein bisschen schlecht. Bad Timing. Da müssen wir uns beeilen. Ja, sie zeigt natürlich darauf hin. So, zieh. Zieh, 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 aber ganz hopp. Oh, das ist auch ein bisschen unfair manchmal. Okay. Ah, warte.
So, schnell wieder bewegen, bewegen, bewegen. Ja, perfekt. Er hat sie nicht, er hat sie nicht, er hat sie nicht. Sehr schön. So, und ich darf jetzt hier hoch. Ja, du mach mal, du mach mal. Du willst mich doch veräppeln. Ja, wir haben ihn ein Schnippchen geschlagen. So nennt man das, ja. Und er ist, ja, sehr, sehr wütend auf uns. Der Schrei des Geschöpfs verhallte in der Ferne. Okay, wir müssen nur aufpassen, dass es... Ich frage mich ja, wie es aus dem Käfig entkommen ist, ne? Ist ja auch so ein bisschen merkwürdig, wie schnell und gewitzt es entkommen ist. Und dem Jungen wurde so langsam klar. Ja, was wurde ihm denn klar? Hier. Okay. Dass diese Welt wohl dem Geschöpf gehörte. Oh. Das ist natürlich echt tricky. Das ist auch vor allem ziemlich kacke. Denn das Vieh ist dann der Herr dieser Welt und findet uns überall. Aber warum hat es uns in der anderen Welt so schnell gefunden? Das verstehe ich halt nicht so ganz. Denn da waren wir ja eigentlich wirklich relativ gut. Oh Gott, wie weit sie springen kann. Da waren wir ja wirklich relativ gut, haben es eingekerkert und gefesselt und unter den Käfig gesteckt. Und trotzdem ist es entkommen. Aber jetzt scheint es ein bisschen ratlos zu sein. Es folgt uns die... Doch, da ist es wieder. Dann würde es immer zurückkehren und nicht müde werden, sie in Dunkelheit einzuhüllen. Okay. Stein werfen. Der Junge wusste, dass er das Mädchen schützen musste. Auch wenn das bedeutete, sich selbst zu gefährden. Ja, dann jetzt verfolgt es uns mal wieder, würde ich sagen. Deswegen sollten wir so schnell es geht weg. Und so rannte er los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt verfolgt es uns auch schon wieder. Tief ins Dunkel. Dunkler als die Nacht. Tschüss. Ich habe vergessen zu springen. Das ist aber auch fies, Mensch. Ich war so gut. Und dann kommt das Vieh einfach. So, komm, wir müssen jetzt hier rüber springen. Ja, perfekt. Er hat es geschafft. Ja, es springt. Ja, es kommt uns hinterher. Ja. Oh Gott. Ohne einen Durchgang blieb ihm nichts übrig, als auf Hilfe zu warten. Und sie kommt bereits. Es schlägt auch noch um sich. Ach, du heilige Mutter Maria Gottes. Das heißt, wenn es uns zu nahe kommt, haben wir echt Pech. Sag ich doch! Mann, das war so unfair! Ey, das war echt fies, ne? Oh, Mist, Mist, Mist. Das ist echt nicht so leicht, ne? Wenn man hier dann steht und das Vieh dann kommt, muss man dem echt geschickt ausweichen. So. Okay. Jetzt schlägt es hier einmal um sich und einmal nach da. Deswegen gehen wir jetzt dorthin, wo es nicht mehr steht und hoffen, dass es jetzt wieder zu seinem altbekannten Ort zurückgeht. Ja, scheint ja in diese Richtung zu gehen. Das ist gut. Fragt sich nur, wo es als nächstes hingehen wird. Ob es nochmal hierher gehen wird oder eher nicht. Ja, wir müssen echt so aufpassen. Noch kleine, keine Verschnaufpause hier bitte. Wir sind vor allem beim Sterben hier irgendwie. Ja, perfekt. Sie hilft uns. Und das strengt sie natürlich megamäßig an. Und er sieht sie natürlich auch. Keine Frage. Ah. Na komm, hoch mit dir. Oh, knapp, knapp, knapp. So, und schnell weg von diesem Vieh. Das kann sich ja jetzt wirklich überall hin teleportieren, was ich total unfair finde. Und in diesem Moment sahen sie etwas, das sie nicht so ganz glauben konnten. Ein Licht. Irgendwie einladend. Wohl bekannt. Dann hin dort. Aber ganz, ganz schnell, Mensch. Leute. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Gott. Was ist jetzt los? Komm schon, runter, runter, runter damit, Kleines. Runter, mach es doch bitte runter, ganz schnell. Sie macht es einfach nicht runter, sie ist doof. Was soll denn das? Ja. Ja, was sollen wir denn jetzt hier machen, ne? Komm schon, mach's runter. Ja, danke schön. Aber wieso ist das Vieh jetzt verwundet? Das verstehe ich nicht. Ach, wahrscheinlich wegen dem Licht. Klar, das Licht scheint jetzt auf ihn zu. Und deswegen wird er gerade verwundet. Er erträgt es halt nicht, so als dunkles, böses Monster. Und jetzt sind wir endlich wieder vereint. So, jetzt müssen wir es nur... Ah.
Na, das war ja jetzt ein bisschen Cheating. In der Ferne sahen sie das Licht, das das Geschöpf gestoppt hatte. Mit dem schwächeren Regen wurde alles ruhig. Mit der Ruhe kam ein sanftes Licht, das alles in seinen Strahl erleuchten ließ. Kapitel 7. Eine unbekannte Stadt. Ende. Ja, das war ja jetzt nur ein bisschen gecheatet, muss ich ja ehrlich sagen. Also, die hat halt das Ding nicht schnell genug runtergeschmissen, aber der Stein ist trotzdem auf dem Vieh gelandet. Wo ich mir auch denke, okay, naja, gut. Aber hey, ist ja nach wie vor noch ein Kinderspiel, mehr oder weniger. Ist eigentlich gar kein Kinderspiel. Ende von Kapitel 7. Das heißt, ein Kapitel haben wir jetzt noch vor uns, das 8. Und wir sind wirklich nah daran, anscheinend jetzt ins Licht einzutreten. Vielleicht auch das Licht wirklich. Die Welt um sie herum schien wieder normal geworden zu sein. Tatsächlich. Häuser, Straßen und das Monster unten begraben. Allerdings nicht ganz. Der Junge zeigte auf etwas. Es war ein Licht, das sie schon kannten. Eine einsame Spur, dort hinten in der Ferne. Sie entschieden, loszugehen, um es zu finden. Na dann, jetzt wo das Monster besiegt ist, können wir uns auch hier wieder ganz entspannt entlang trauen. Wir sind wieder vereint. Kapitel 8. Das Ende der Nacht. Ja, tatsächlich, das letzte Kapitel, wie die gute Fellox mir gesagt hat. Und nun hoffe ich... Ja, ich habe umsonst gehofft. Das Vieh befreit sich natürlich noch einmal. Das war so klar. Also sollten wir uns beeilen und so schnell es geht wegrennen. Denn es wird uns sicherlich verfolgen. Das Licht leuchtete zwischen den Gebäuden. Das ist wahrscheinlich wieder ihr Kinderzimmerlicht, würde ich sagen. Oder ihr Körper, der dort so erstrahlt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir werden mal schauen. Das Licht fiel auf die beiden. Und verbreitete eine wundervolle Stimmung. Ein wunderschönes Lied. Sie gingen weiter, suchten einen Weg. Ich finde diese Texte auch super schön, einfach inszeniert. Einen Weg zum Licht. Denn es passt einfach super, dass hier teilweise man diese Szenen hier herabklettert und so. Oh oh. Ach du Heilige, nicht schon wieder. Na toll. Man klettert hier herab und man sieht dann diesen Text. Und das finde ich einfach so toll gemacht. Einfach so schön, passt zur Szenerie, passt zum Spiel. Und jetzt müssen wir dort irgendwie vorbeikommen. Ich hoffe, wir werden das hinkriegen. Dort hinten ist ein Loch zum Kriechen. Wenn es sich umgedreht hat, werden wir es wagen. Es verfolgt uns einfach so unglaublich hartnäckig. Es ist das einzige seiner Art, was uns so hartnäckig verfolgt. Alle anderen geben nach einer halben Minute auf. Oh oh. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Alles ist in Ordnung, wollte ich gerade sagen. Vielleicht hier lang. Ja, hier lang scheint mir eine ganz blöde Idee zu sein. Och, na super, vielleicht kracht es ja zusammen. Hahaha, ha, ha. Doch, ha, gut. Gott sei Dank, sonst hätte ich jetzt echt ein Problem gehabt. Gott sei Dank ist es zusammengekracht, Mensch. So, dann mal rüber mit uns. Ich dachte gerade schon, oh nein, was machen wir denn jetzt? Aber es war alles richtig, alles gut. Ich hatte gerade so einen kleinen Aussetzer. Aber es ist alles in Ordnung. Wir schaffen das hier. Wir werden es bis zum Licht hoffentlich schaffen, ohne einen weiteren Tod. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich hier schon gestorben bin in dem Spiel. Naja, ist auch völlig egal. Hauptsache, es macht Spaß und das macht es definitiv. So, ab mit uns nach oben. Aber nicht nur Regen, auch noch schöne Wellen und so kommen hier jetzt. Guck mal, da geht's weiter. Und hier, man sieht, je weiter wir ans Licht kommen, desto heller erstrahlt auch, finde ich, die Stadt so ein bisschen. Sprich, dieser Wagen dort ist ein bisschen heller erleuchtet. Hier überall so ein bisschen die Gassen und Ecken. Einfach alles ein wenig freundlicher, heller, liebevoller, offener. Mit viel mehr Wärme. Hallo? Achso, wir müssen vorne herum. Natürlich. Kleines, du musst aber auch mitkommen, ne? Jetzt nicht irgendwie schwächeln auf den letzten paar Metern.
Weil da hinten ist es. Da hinten ist das Licht. Sie gingen weiter auf das Licht zu. Das Licht, in dem ihre Hoffnung flackerten. Oh Gott, ist das schön, ey. Ich hoffe, das Vieh ist jetzt endgültig weg, aber ich glaube, so viel Glück haben wir noch nicht. Vielleicht wird es nochmal einen finalen Endkampf geben oder so. Es schien, als rief es nach ihnen. Hoffentlich ist es kein böses Licht. So ein verarschendes Licht oder so. So von wegen, ah, komm her, komm her, komm her. Rapp, aufgegessen. Aber nein, ich denke mal nicht. Ich denke, wir werden Glück haben. Und das Licht wird uns wohlgesonnen sein, hoffe ich einfach mal. Ach Gott, das gibt's doch gar nicht. Du willst mich doch veräppeln. Aber natürlich rief es auch nach jemand anderem. Dem Geschöpf. Ja, natürlich, denn das weiß ja ganz genau, dass wir dort auch hin wollen und dass wir es brauchen. So, und ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr braucht eine kleine Pause von dem Spiel und wir sehen uns morgen direkt wieder in einer neuen Folge von Rain. Ich weiß nicht, ob es schon der finale Part sein wird, lasst euch einfach überraschen. Ich tue es auf jeden Fall auch und dementsprechend macht's gut.